Keine Schuldzuweisungen, keine Diskussion um Personen. Geschlossen wie lange nicht kam die Parteiführung heute zur Vorstandssitzung in die CSU-Landesleitung in München. Ich führe auch heute keine Personaldiskussion mehr. Es ist wichtig, dass wir für Stabilität sorgen heute im Parteivorstand. Und von meiner Seite geht es um Bayern. Danke. Man müsse jetzt schnell für eine stabile Regierung sorgen. Koalitionsverhandlungen aufnehmen, war die Devise. Dennoch dauerte die Sitzung fast 6 statt wie geplant 4 Stunden. Streit und heftige Diskussionen scheinen trotzdem ausgeblieben zu sein. Parteichef Seehofer dankte Regierungschef Söder für seinen Einsatz, empfahl ihn wieder als Ministerpräsidenten und alle stimmten zu. Ilse Aigner soll die Nachfolgerin von Barbara Stamm als Landtagspräsidentin werden, Thomas Kreuzer wieder Fraktionsvorsitzender. Eine eingehende Analyse, warum es zu den Verlusten von gut 10 Prozentpunkten kam, werde es noch Ende des Jahres geben, versicherte Horst Seehofer nach der Sitzung. Für den Ehrenvorsitzenden Theo Weigel war schon heute klar, wo es hakt. Wir sind in den katholischen und evangelischen Akademien nicht mehr präsent. Wir führen die Diskussion dort nicht mehr, auch im vorpolitischen Bereich, auch im Bereich von Umwelt- und Naturschutz haben wir die Kompetenz, die wir einmal hatten, zum Teil verloren. Die Erkenntnis von Markus Söder nach der Sitzung? Wir müssen genau schauen, was sich gesellschaftlich in Bayern verändert hat. Wir müssen klarer machen, dass ja alle, die in Bayern wohnen und leben, zu uns gehören. Und jeder Neubürger genauso engagierter Bayer ist und bei uns willkommen ist. Doch jetzt gehe es eben erst einmal um eine stabile Koalitionsregierung. Sondierungen sollen schon übermorgen beginnen.